Der Wochenbericht vom 2. Oktober 2021. Die Themen: La Palma aktuell. Die Entwicklung in den letzten 2 Tagen. Überraschung bei den Warnstufen. Neue Warnstufe ab 30. September. Ab 1.10.2021 neue Corona-Bestimmungen. Dann der 6-Wochen-Corona-Vergleich mit den 7-Tage-Inzidenzen. Und zum Schluss, wie immer, das Wetter, die Prognose für die Zeit vom 3. bis zum 9. Oktober 2021. La Palma aktuell. Über die aktuellen Ereignisse auf La Palma habe ich bereits in täglichen Statements berichtet. Fehlt nur noch, was sich gestern und heute ereignet hat. Künftig hat die Insel im Moment etwa 20 Hektar mehr Fläche. Diese kann nach dem Erkalten des Bodens eventuell für den Wohnungsbau oder, wie bereits 1949 geschehen, für Bananenplantagen genutzt werden. Mittlerweile hat sich die Qualität der Luft verbessert, sodass die Ausgangssperren für die Bewohner von Tazacorte, Los Vanos de Aridane und El Paso aufgehoben wurden. Von den etwa 1000 mit Lava verschütteten Häusern sind etwa 880 total zerstört. Die Straßen sind in einer Länge von mindestens 28 Kilometern nicht mehr befahrbar. Gestern am 2.10. hat sich eine neue Lavaquelle in der Nähe des Hauptstromes gebildet. Neben Lava und Gasen wird auch Material aus Gesteinen ausgeworfen. Somit sind jetzt bereits die doppelte Anzahl an Masse im Vergleich zu 1971 ausgestoßen worden. Überraschung bei den Warnstufen. Ab 30. September die große Überraschung. Gran Canaria ist nun auch auf Stufe 1 mit der Farbe grün. Nur Teneriffa und Fuerteventura haben noch die Risikostufe 2 gelb. Alle anderen Inseln, Lanzarote mit La Graciosa, La Palma, La Gomera und El Hierro, sind auch in der unbedenklichen Warnstufe 1 mit der Farbe grün. Ab 1.10.2021 neue Corona-Bestimmungen. Für Reisende aus Spanien wurden die Bestimmungen hinsichtlich Corona geändert. Da die Herdenimmunität aufgrund der hohen Impfquote erreicht ist und die Inzidenzzahlen gering sind, ist weder ein Impfzertifikat noch ein negativer Test notwendig, um die Kanarischen Inseln zu bereisen. Nicht falsch verstehen, dies gilt nur für die Spanier, welche die Kanaren bereisen. Nun zu den 6 Wochen Corona-Vergleichsinzidenzen auf den Kanarischen Inseln. Canarias, die Kanaren gesamt, 27,02. Gran Canaria, 17,30. Teneriffa, 28,54. Fuerteventura, 59,30. San Bartolomé de Tirajana, 11,24. Las Palmas de Gran Canaria, 33,05. Santa Cruz de Tenerife 77,92 und Puerto del Rosario 110,03. Zum Schluss wie immer die Wetterprognose der kommenden Woche. Die Calima verabschiedet sich in der nächsten Woche. Demnach sind wieder ab Montag moderate Temperaturen zu erwarten. Die Katastrophe aus La Palma wirkt sich voraussichtlich nicht auf die Luft aus. Nun die einzelnen Temperaturen. Am 3. Oktober samstags 31 Grad, am 4. Oktober sonntags 30 Grad, am 5. Oktober montags 28 Grad, am 6. Oktober dienstags 26 Grad, am 7. Oktober mittwochs 27 Grad, am 8. Oktober donnerstags 27 Grad und am 9. Oktober freitags 26 Grad.